Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen nach jetzt einer längeren Pause wieder zurück zu Visage. Ich habe es ja voller Frust aufgegeben, muss aber dazugeben, Tony und Jesse haben einen neuen Kanal, Mochi, und sie haben Visage gespielt. Sie glauben nach wie vor, Dolores ist Kapitel 1, das macht nichts. Sie haben es doch ganz gut gelöst, kamen durch und ich habe jetzt Bock drauf, dass ich es nochmal versuche. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Speicherstand jetzt stehen geblieben ist. Aber ich glaube, ich kann meinen Frustfaktor etwas reduzieren, indem ich einfach mit Tastatur und Maus spiele, weil mit Controller war es wirklich Pain in the Ass zum Spielen. Mal sehen, wie lange ich diesmal durchhalte. Jo, wir haben zwei von diesen Dingsis. Was ich weiß, dass Dolores eine Bitch ist. Und es geht schon wieder los. Ich habe schon wieder kein Zeug und so. Wir müssen in den Keller. Ich habe nämlich einen Spiegel übersehen. Und ich glaube auch, ich habe die Hauptsicherung abgedreht. Also. First Step zu... Keiner daheim. Zurück in den Keller. In der Garage sind wir, glaube ich, fertig. Und... Wir brauchen den Hammer, dann müssen wir hoch. Ich hoffe, ich habe mir jetzt überall gemerkt, wo es hochgeht, wo es nicht hochgeht und so weiter. Ich möchte unbedingt Dolores abschließen. Das gibt's doch nicht. Und ja, ich glaube mit Controller ist es einfach wirklich nur Pain in the Ass. Also die Steuerung, ich kam ja gar nicht damit klar. Mal sehen, wie oft Dolores uns jetzt killt. Wir haben tatsächlich noch Tabletten, zwei Glühbirnen und ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich habe keine Ahnung, ob er den letzten Speicherstand, ich habe jetzt das mit der höchsten Spielzeit genommen, aber muss zugeben, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es nicht das aktuellste ist. So, die Frage ist, wo war dieser elende Sicherungskasten? Da. Ich glaube, da habe ich nämlich viel zu viel abgedreht, weil sonst wäre es nicht so dunkel. Und da habe ich ein Feuerzeug gesehen. Links aufheben. Mitnehmen. Und eine Kerze. Ich glaube, wir brauchen auch eine Kerze. Für eines der Rätsel. War da nicht? Da steht eine Kerze. Eben. Ey. Nimm doch die Kerze, Mann. Du sollst sie nicht anzünden, du sollst sie mitnehmen. So. Jetzt. We need a hammer. Und wir haben jetzt wieder Strom. Das macht die Sache eventuell vielleicht auch ein bisschen leichter für den weiteren Spielverlauf. Ich bleibe mal kurz in der Sonne stehen. F5 ist Schnellspeichern. Schnellspeicherung. Gut. Hammer. Der müsste ja theoretisch... Genau da ist er. Ja, du sollst ihn nicht ins Dynamische... Hast du nicht gesehen? Ach man. Ich will es nicht fallen lassen, ich will es wegstecken. Moment. geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Untersuchen. Hand wechseln. Inventar öffnen, interagieren. Fallen lassen, untersuchen. Halten, verwerfen. Egal, wir wissen jetzt, wo der Kasten ist. Wir werden... Ich dachte, fallen lassen. Die Kamera fallen lassen und jetzt müssten wir aber... Genau, wir haben den Hammer. Jetzt muss ich nur den Weg hoch finden und der Weg hoch versteckt sich da. Alter! Ich bin tiefenentspannt und komplett ruhig, aber so, hoch. Mach das Feuerzeug aus. Kann er nicht. Wenn er interagieren will, kann er kein Feuerzeug ausmachen. Jetzt sind wir natürlich dementsprechend wenig, aber im Moment läuft's ganz gut. Dolores hat es doch nicht gekillt. Was mir halt Sorgen macht, ist... Der Kompass... Sollte der nicht irgendwo in unserem Inventar aufscheinen? Die Stelle müssten wir ja schon... Wir werden sehen. Wir werden sehen, hochmotiviert ins Unglück. So,
Jetzt ist es nämlich so, wir brauchen den Hammer, weil ich habe einen Spiegel übersehen. Richtig kacke ist eigentlich. Moment, was sieht man denn jetzt? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Arbeitszimmer, wo war denn das Arbeitszimmer? Ich glaube, ich renne gerade einen Riesenmörder-Umweg. So, das war richtig. Gänsehaut habe ich trotzdem ein bisschen. Licht. Nein. Wo war denn unser Arbeitszimmer? Da hinten. Nein. So viel dazu. Gibt's doch nicht. Das war doch hier oben. Da. Und ich habe nämlich den Spiegel übersehen. Wie kann ich den wegstecken, um Gottes Willen? Egal, wir lassen das mal fallen. Wir brauchen den Hammer eigentlich nur an dieser Stelle. So. Ich glaube, den Hammer können wir jetzt fallen lassen. Leider kann er ihn sich nicht auf den Rücken schnallen und so. Infusionsbeutel. Hey, junger Mann. George, bist du okay? Ein Messer scheint zu fehlen. Und das haben wir ja schon. Ja, verwende es doch. Wenigstens ein bisschen Progress. Schön herangehen, ne, damit man alles sieht. Ich glaube, er war ein Vampir, er hat glänzendes Blut. Nee, schlimmes Geräusch. I love you. Kleiner Schlüssel. So, keine Ahnung, wo der jetzt wieder passt. Aber, so, jetzt müssen wir die anderen Stellen finden. Wir brauchen noch drei... so Aufhänger für das Kindermobile. Der Vorschlag haben wir, ja, passt schon. So. Da passt der Schlüssel. Mobile Wolke. Da ist noch was drin. Eine Kassette. Nice. Und Infusionsbeutel. So, wo brauchen wir den Infusionsbeutel? Wo war denn der Raum? Das klemmt. Ja, schon blöd, wenn das passiert, ne? Haben wir noch irgendwas zum Aufstemmen oder so? Nope. Nope. Ja. Ohne Vorschlaghammer wird das nichts. Wow. George? Alles klar bei dir? Speichern aktuell nicht möglich. Scheiße.
Wäre cool, wenn du liegen bleiben würdest, George. Kann ich mich da drin verstecken? Nein. Ist er weg? Sieht so aus. Okay, so. Ja, und jetzt müssen wir halt die anderen Stellen finden, wo noch die Rätsel offen waren. Moment, das Mobile können wir aufhängen. Und wir können uns die Kassette anhören. Ich versuche mich eh zurückzuhalten, Leute. Wie gehe ich denn in die Hocke? So gehe ich in die Hocke. Alter! Wo hängst du jetzt fest? Echt jetzt? Ich komme da nicht mehr raus. Self-resentment and the asking for forgiveness. It's getting harder to cope with her outbursts, but my love for her is strong still, and I'll do whatever it takes to help her overcome her condition. Oh, no. I'm gonna be late for tea. Where did I put that damned attic hook? So, wir haben den Haken für das Dachgeschoss. Ich will die Kassette da reingeben. Willst du alle Gegenstände? Ja, will ich. Annehmen. So, jetzt müssten eigentlich alle... Ja, okay. So, wir haben jetzt... Was haben wir da für einen Schlüssel? Diese Türe ist nicht verschlossen. Da ist nicht mal eine Türe in der Nähe. Basement? Da waren wir doch schon. Und das da? Garage, da waren wir auch schon. Warum auch immer, wir haben die beiden Schlüssel. Wir können uns halt, wir sind der Messi. Gut, was ich jetzt machen werde, Spiel speichern. Werde ich nicht, weil ich kann nicht speichern. Na gut. Egal, ich stehe im Licht, du nicht. So, jetzt müsste eigentlich... Und ich glaube, sie haben ein bisschen was geändert am Spiel. Der rote Balken unten links, also das, diese Panikbirne. Spiel speichern, wir nehmen den ersten Slot. Jo. Diese Panikbirne verschwindet meiner Meinung nach auch relativ schnell wieder. Was ja, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, wo ich ja dann am Schluss nur mehr pisst war auf dieses Spiel, ja nicht wirklich der Fall war. Das war ja ein Massaker hoch 10. So. Wo waren denn jetzt? Da oben war, glaube ich, noch ein Spiegel. Ich weiß nicht, ob wir den schon erledigt haben. Da drinnen war ja, glaube ich, kein Spiegel. Nope. Unten waren noch Spiegel. Und ich hoffe ja schwer, wir haben jetzt wirklich... Okay. Gehen wir mal an die Tür. Ja? Ja, du kannst gern... Bleib, ja, ich bin ja schon bei der Tür. Hör auf zum Klingeln. Du kannst gerne draußen bleiben. Shit. Licht, 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 Licht. Licht. Dankeschön. Okay. Wohin? Da haben wir noch einen Spiegel. Wo kommen wir da hin? Das ist halt das Problem, das weiß ich jetzt alles nicht mehr. Jetzt müssen wir rausfinden. Wo lag Dolores,
Ah, ich weiß schon, ich weiß schon. Das Rätsel habe ich auch noch nicht gelöst. Funktioniert nicht. Ja, klar. Und zwar... Ich kann nicht mehr so viele Bilder wie beim letzten Mal. Alter, lass es fallen. Wir haben ja da oben irgendwann einmal durch so ein Guckloch geguckt und da waren drei Bilder. Und ich weiß nicht mehr genau welche. Yeah. Ich glaube, das war mit dabei. Und das haben Toni und Jesse richtig gut gelöst. Ich bin alleine nicht auf die Idee gekommen. Ey. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die Bilder da jetzt aufhängt. Ach, das macht er. Macht er das automatisch, wenn es das passende ist? Alter! So. Das war mit dabei. Ich häng's mal auf die Seite. Und ein so ein Mittelding, Übergangsbild. Ist natürlich blöd jetzt. Ich habe es jetzt echt nicht mehr in Erinnerung, welches das war. Was hast du? Nein. Ach, verdammt. Na gut. Ich setze einen Cut. Ich sehe mal ganz kurz mal an, in welcher Reihenfolge die Bilder aufgehängt werden müssen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, wir machen weiter Progress. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.